Also dann vermute ich mal, sind wir in dem Raum hier durch. Ich wusste, es wäre falsch, den Raum zu verlassen, ohne ihn gründlich anzusehen. Wir sind also noch nicht durch, ja. Ich hätte jetzt gedacht, das war jetzt das gründliche Ansehen schon. Getrocknete Blumen. Auch wenn Henri ein Hippie war, er hatte verdammt viel Moos für einen rollenden Stein. Es war eine reichlich auffällige Uhr. Ja, da rechts-links-Klick wieder. Ja, also wir haben jetzt hier das Geheimfach und wir haben den Schlüssel nicht. Wir haben das auf dem Band gesehen. Was will er denn noch in diesem Raum? Was ahnt George denn, was ich jetzt überhaupt nicht sehe an der Stelle? Vielleicht die leeren Flaschen hier? Sah aus, als habe Henri sich den besten Fusel fürs Hinterzimmer aufbewahrt. Aha. Dieses Zeug war viel besser als das, was Henri in der Galerie ausschenkte. Ich könnte ja mal das Telefon benutzen und bei Vera Securities anrufen. Das mache ich doch mal jetzt gerade. Das kostet ja nichts. Das ist ja ein Ortsgespräch. Hallo, Vera Security. George Stobbart hier, von der Paris Mutual. Stobbart. Noch nie gehört. Klingeling. Wirklich? Das überrascht mich. Wir sind Marktführer bei den Kleingewerbeversicherern und unseren Namen kennt... Tun Sie mir einen Gefallen. Rufen Sie nicht nochmal an. Die Frau legte auf. Ich musste wohl persönlich vorbei. Das war eine Frau? Okay. Es kann ja sein, dass es mal eine war. Nun, ja. Es war ein ramponiertes Sofa. So far. Okay, die Flaschen. Ich muss mal wirklich mit der Maus hier einfach mal durch den Raum gleiten. Und, ja, irgendwas finden wir vielleicht noch. Habe ich mir das eigentlich genau angesehen? Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Hauptakt war eine Band namens The Hairy Lobsters. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival. Ach, ich glaube, man braucht hier mit rechts und links nicht unterscheiden, so wie früher. Das tut mir leid, da bin ich was anderes gewohnt. Also raus wieder ja noch nicht. Wir haben ja offensichtlich irgendwas noch nicht gefunden. Crample ist hier überall. Crample, Crample, Crample und... Ich weiß nicht so, was zum Greifen ist hier gar nicht, ne? Warum soll... Da habe ich schon mal geguckt, genau. Warum? Da auch noch. Sollte ich mal den Penis der Statue vielleicht nochmal reiben. Vielleicht kommt ja ein Flaschengeist zum Vorschein. So. Ich öffnete das Fach noch. Nochmal, ja. Betonung liegt auf nochmal, denn wir haben es schon mal geöffnet und haben immer festgestellt, man braucht hier einfach einen Schlüssel. Ja. Und den habe ich hier irgendwie gar nicht. Der Tresor war vom Feinsten. Ich hatte keine Chance, den zu knacken. Oh, nee, halt doch. Es geht ja schon. Das würde niemals... Niemals. Niemals! Ohne Schlüssel Ja. Der liegt hier jetzt aber auch irgendwie nicht so wirklich rum. Und sonst... Oh, das Menü. Haben wir denn sonst hier irgendwas zu tun? Außer Schlüsselloch und sonst nichts weiter. Ich hasse es, wenn man irgendwas nicht findet. Vielleicht ist diese Kette ja noch irgendwie wichtig, oder? Ach, ein paar Räucherstäbchen. Leckerer Tee. Die Pinnwand habe ich mir, glaube ich, auch schon angeschaut, aber auch nicht. Es sah nicht aus, als wäre irgendetwas Wichtiges an der Pinnwand. Ja. Die Lavalampe? Es war eine kitschige Lavalampe. Ein Socken, oder was ist das hier? Vielleicht, wenn ich nochmal an seinem Penis ziehe. Ich öffnete das Fach nochmal. Das Geheimfach war offen. Es gab keinen Grund mehr, Henri weiter zu belästigen. Die Straße war... Vielleicht, wenn ich einfach mal, Nico anrufe. Es wäre dumm gewesen, Nico von da drinnen aus anzurufen. Außerdem wollte ich wirklich keine Aufmerksamkeit erregen. Dann rufe ich Nico halt wohl offenbar nicht an. Vielleicht rufe ich ihn mal hier an. Rickenbacker. Mr. Rickenbacker, ich habe neue Informationen. Ich habe den schriftlichen Beweis, dass Henri sich gegen unsere Sicherheitsempfehlung entschieden hat. Und? Ich frage mich einfach, wieso. Es ist Ihr Fall, Stobbart. Finden Sie einfach raus, wo das Gemälde hin ist. Mhm. Er hat gar nichts davon gesagt, dass er ja Henris Penis angefasst hat. Das wäre vielleicht noch wichtig gewesen. Naja, da müssen wir es wohl eben selbst lösen. Ja, aber wo ist denn hier jetzt noch was zu machen?
Da! Papierkorb, wo soll der denn sein? Ach, da hinten. Im Papierkorb fand sich ein zerknülltes Schreiben von Henris Kreditkartenfirma mit der Aufforderung zur sofortigen Zahlung. Aufgelistet waren extravagante Einkäufe in einer Reihe von Damenmodegeschäften. Wie die Adresse verriet, hatte Henri im ebenso schicken wie teuren 16. Arrondissement von Paris gewohnt. Ich beschloss, den Brief zurückzulegen. Henris Geldprobleme gingen mich nichts an, aber ich wusste jetzt, wo er gewohnt hatte. War das womöglich die wichtige Information? Ja, das war sie. Jetzt geht's nämlich weiter. Monsieur, Sie sind also einfach hereingeschlüpft und manipulieren jetzt meine Beweise? Wahrheit, Lügen. Ich Wahrheit. Manipuliere hier gar nichts. Ich habe nur Hinweise gesucht. Das ist meine Sache, Monsieur. Monsieur. Stobart, George Stobart, Paris Mutual. Wir haben die Ausstellung versichert. Oh, wirklich? Dann dürfte der Raub Ihnen einiges bringen. Nein. Der Raub dürfte uns einiges kosten. Werden Sie mal nicht naseweiß, Monsieur. Nur Dummköpfe wissen nicht, wie Versicherungen ticken. Klar, Ihnen macht keiner was vor, Inspektor. Genau. Ich muss sehr früh morgens aufstehen. Und deshalb fange ich auf jeden Fall den Wurm. Verstehe. Darf ich Sie daran erinnern, Monsieur, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde? Ich muss Sie nun bitten, in die Galerie zurückzukehren. Natürlich, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. D'accord. Aber Sie wissen, alles, was Sie sagen kann, gegen Sie verwendet werden, Monsieur Stobart. Okay, werde ich mir merken. Mhm. Wissen Sie irgendetwas über eine Firma namens Vera Security? Nein, nie von ihr gehört. Und nun muss ich mich um meine Ermittlungen kümmern. Sehr wahrscheinlich findet sich in den Kameraaufzeichnungen ein Hinweis auf den Täter. Monsieur, ich bin Profi und Sie sind Amateur. Also überlassen Sie das Ermitteln mir. Klar, Kumpel? Monsieur, Sie sind Amerikaner, no? Ja, in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Natürlich. Ich denke, Sie möchten vielleicht sein wie dieser Starsky und Patch, Monsieur, no? Mit schönen Damen und schnellen Autos herumrollen, mit ihrer Pistole schießen. Interessante Idee, Inspektor, aber nicht ganz mein Stil. Ist das so? Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Monsieur. Sie sind mein Hauptverdächtiger. Sie können jetzt gehen, aber ich werde Sie noch einmal brauchen. Da ist die Tür. Ich hatte ein paar wertvolle Hinweise. Aber bevor ich Ihnen nachging, stand etwas sehr Wichtiges auf dem Plan. Hey Nico, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Klar. Ich darf mit Stolz bekannt geben, dass die vorläufigen Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich erkläre dies nun offiziell zum Tatort. Sie müssen alle gehen. Ich werde Sie alle in den kommenden Tagen nochmals verhören. Niemand darf das Land verlassen. Das gilt besonders für Sie, Monsieur Stobart. Monsieur Lane wird bei der Sicherung des Geländes behilflich sein. Mouet. Ja, Inspektor? Lassen Sie sie hinaus. Sofort, Inspektor. Zwei Kaffee, bitte. Gute Arbeit da drin, Nico. Was es auch war, es hat funktioniert. Nur eine kleine Ablenkung und Navette hat's mir abgekauft. Ich glaube, Navette kauft alles. Hauptsache, es klebt Blut dran. Weißt du, das alles hier, der Raub, der Mord, das ergibt alles keinen Sinn. Wie meinst du das? Ja, dann fragen wir doch Nicole mal so ein bisschen oder erzählen ihr so ein bisschen was. Also erstens möchte ich, glaube ich, von Waterloo Motors erzählen. Die Überwachungskamera hat ein Bild vom Täter gemacht.
Auf seinem Helm standen die Worte Waterloo Motors. Interessant. Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erst mal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest. Es sind doch ein paar Nacktfotos dabei. Ich sagte ja, ich glaube, das war ein Insider-Job. Sprich weiter. Jemand hat die Alarmanlage abgestellt, aber nur bei einem Bild. Lass mich raten. La Malediction? Genau. Und ich gedenke herauszufinden, wer das war. Also der Priester meint, La Malediction sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, Nico. Was läuft denn da? Tschüss. Ich sah ihr hinterher. Geiler Arsch. Der Verkehr rauschte. Die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. Ich guck mir noch mal eben kurz an, was für Orte wir jetzt hier haben. Henris Wohnung. Ist ja schon mal ganz interessant. Hier oben die... der blaue Lurch und da Vera Security haben wir herausgefunden. Interessiert mich natürlich auch, was da jetzt abgeht, aber ich denke, ich fange einfach mal bei Henris Wohnung an. Hier ist wahrscheinlich Nicoles Wohnung in der Rügerie. Da ist aber alles deaktiv. Hier halt auch, da sind wir wahrscheinlich gerade, deswegen dieser Puka. Oh, wunderschön. Als ich mich Henris Wohnung näherte, kamen mir Zweifel, ob es so eine gute Idee war, so kurz nach seinem Tod hier hinzukommen. Also, super Idee. Das ist perfekt. Paris hatte wirklich eine Menge ganz ähnlich aussehender Cafés. Das hatte ich auch gerade gedacht. Was ist das hier? Flying Dutchman? Paris hatte wirklich eine Menge ganz... Ja, da ist es wieder. Vielleicht finden wir in Henris Wohnung ja den Schlüssel zu dem Safe. Die Eingangstür war verschlossen. Kaum überraschend. Also hier die Sprechanlage. Klingen wir doch einfach mal überall. Ja, bitte? Wer ist da? Verzeihen Sie die Störung, Madame. Hier ist George Stobbart. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? George wer? Was? George Stobbart, Madame. Ich komme von der Versicherung. Um Gottes Willen, gerade heute will ich keine Versicherung abschließen. Nein, Madame, ich bin kein Vertreter. Es geht um den Diebstahl in der Galerie. Ah, verstehe. Wenn es um euer Geld geht, verschwendet ihr keine Zeit, was? Im Moment ist es schlecht. Ich bin sehr durcheinander. Madame, ich... Nun gut. Das hat ja nicht viel gebracht. Ist ihr auch mal ein bisschen sauer? Okay, dann ich fackel jetzt... Ach so, was? Am Ende der Straße konnte ich den herrlichen Bois de Boulogne sehen. Dann versuche ich es einfach mal bei Vera Security. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Die gibt's ja auch gar nicht, oder? Entschuldigung, ich muss mir gerade ja was zu trinken einschütten. Das dauert einen Moment, so eine Stunde. Ja, Tür. Was man als erstes machen sollte, ist, man schaut sich erstmal so ein bisschen um, ne? Hier die Neon-Reklame. Bitte bleiben Sie von der Reklame weg. Sie machen es nur noch schlimmer. Okay, dann sprechen wir es erstmal mit dem Kioskbesitzer. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche die Firma Vera Security. Aber natürlich, das ist der Laden gleich hinter Ihnen. Vielen Dank. Ich heiße übrigens George. Nennen Sie mich einfach Passam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich.
Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial. Aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Vielleicht sind Lippen ja gar nicht. Ja, vielleicht, also ich denke mal, wenn wir ihm jetzt weiterhelfen können, dann kriegen wir bestimmt irgendwas dafür. Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Guck mal nochmal. Jetzt haben wir quasi seine Erlaubnis, jetzt geht's wahrscheinlich auch erst. Nehme ich mal diesen ollen Nagelklipser. Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Und ich habe ein Kabel. Ich habe ein Kabel. Gut, ja, dann geht es ihm jetzt schon schlagartig viel besser. Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal ansehen. Vielleicht fällt mir was ein. Sie sind ein hilfreicher Geist, wie aus einer Wunderlampe. Ich beschloss, das Kabel mitzunehmen. Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Okay, dann, weiß nicht, ob wir das jetzt schon hier ohne Equipment machen können. Beziehungsweise mit dem Zeug, was wir schon haben. Oh, was ist das denn? Das ist möglich, die Buchstaben annehmen. Buchstaben auf, benutze ihn. Du kannst den Buchstaben an eine andere Stelle verschieben. Die Buchstaben einfach an eine neue Position und benutze ihn, um dort anzuschließen. Ja. Okay, das mache ich doch glatt. Weiter. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Tja. Gut, was soll ich denn jetzt hier machen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Was fällt mir denn jetzt hier dazu spontan ein? Was könnte denn wie aus fernen Ländern heißen tun? Ja, wenn ich mir so richtig überlege, habe ich irgendwie gedacht, er hat ja irgendwas gerade eben von Geist aus der Lampe gesagt. Vielleicht kriege ich ja irgendwie. Nee, Salabim passt ja überhaupt nicht. Aber. Wenn ich hier. Wenn ich das so mache. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das schreibt, ehrlich gesagt. Mit Doppel-L? Nee, das hier wahrscheinlich nicht. Sonst hätten wir ja noch ein L mehr hier. Aladdin. Mit Doppel-D, glaube ich, ne, wird das geschrieben, oder? Dann das I mal da hinten hin. Und das kommt da weg. Und so, aha, oder? Das schien ein guter Name zu sein. Hallo Bassam, wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladdin, wie cool!
Ein toller Name für meinen Laden. Passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Marketing ist alles. Ein toller Hinweis. Ich glaube, ich schaue mal gerade noch mal kurz eben hier in den Options nach und versuche mal hier die Musik doch ein bisschen leiser zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir oder an euch liegt. Hier stinkt's. Und es ist auch ein bisschen zu laut gewesen, glaube ich. Im Gegensatz zu der Sprache. Ich guck mal, ob ich am Kiosk vielleicht was besitze. Handyabdeckungen, Kassetten, alles Mögliche. Oder was finde. Was wir gebrauchen können. Er hat uns ja noch offensichtlich jetzt einen Gefallen schuldig. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Ja, ich denke, da muss man wahrscheinlich gleich noch oder später noch drauf zurückkommen. Guck ich mal, ob ich hier in die Bude mal reinkomme. Hilfe! Was ist denn los? Da ist ein Monster! Was? Wo? Auf dem Boden! Tun Sie es weg! Ach, die Kakerlake. Ja, die Kakerlake. Helfen Sie mir. Ich habe ein Telefonbuch dabei. Ich ging mir das mal genauer ansehen. Komm schon, Kleine. Dieses Geräusch auch. Krümels. Auf dem Boden waren Krümel. Kein Wunder, dass sich die Kakerlake hier wohlfühlte. Da brauche ich jetzt ein Kehrblech und dann geht's auch wieder, oder? Ich weigerte mich, die Kleine zu foltern. Selbst Kakerlaken haben Rechte. Auf dem Boden war... Tja. Ein Kakerlaken-Sauggerät habe ich jetzt auch nicht dabei. Vielleicht, wenn es gleich mal hier anhält, dann schnapp ich sie mir. Die würde ich mit bloßen Händen... Och, George, ehrlich. Komm, dann kann ich sie ja hier, kann ich sie vielleicht köpfen mit diesem Kakerlaken... Köpfungsapparat. Das würde nie funktionieren. Wieso denn nicht? Das hast du doch noch nie versucht. Das würde nie... Ja, dann habe ich wahrscheinlich auch noch nichts dabei. Muss ich mal gucken. Das würde... Ja, mit dem Kabel erdrosseln geht auch nicht. Also dann muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo noch was finde. Ein Kakerlakenfänger. Hier liegt da noch eine tote Maus rum. Was ist denn das für ein scheiß Laden hier? Komm, immer mal die Schublade auf. Da war eine riesen Kakerlake. Ja, ach! Weg. Ach nee, komm. Das ist doch jetzt hier ein Driss. Oh Mann. Hallo, ich bin... die Kakerlake. Kakerlake, ich sehe das kleine Biest. Ja, man kommt hier nicht mehr weiter. Man kommt hier weder vorbei, weil sie ja so riesenfett ist. Und man kann ja auch nicht mit der Alten sprechen. Oh, was für eine Welt. Was für eine Welt, in der wir hier leben. Was ist das denn hier? Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer. Sehr ärgerlich. Als Kind hat man mir immer gesagt, ich solle nicht mit Streichhölzern spielen. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Ah, ist ja auch kein Kind mehr, der gute George. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Oh yeah. Ein zerknülltes Zigarettenpäckchen. Zigaretts. Ja, gut, jetzt habe ich Feuer. Oder ich kann eine Flamme entzünden. Aber vielleicht nützt mir das überhaupt nichts. Die Kakerlake niederbrennen. Ich kann das ja auch in diese Schachtel tun. Ich kippte die Streichhölzer aus. Ich konnte sie nicht fangen, indem ich nur rumfuchtelte. Vielleicht konnte ich sie aber näher ranlocken. Ja, wie jetzt? Das würde niemals... Niemals! Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Aha. Also nicht. Gut, dann machen wir da mal sowas hier. Nie im Leben. Nie im Leben. Nee. Also so jetzt mal so gar nicht. Ich stellte die Streichholzschachtel hin. Kakerlaken verstecken sich gerne an dunklen Stellen. Keine schlechte Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, nicht etwa unterm Tisch oder so, sondern dann auch schon direkt in der Streichholzschachtel. Ich brauchte einen Köder. Ja, was haben wir denn hier für Köder? Wir haben nur das Rasierwasser, das ist ja auch sehr sexy riecht. Ich weigerte mich die... Ach, leck mich doch am Arsch, George. Ja, ich brauchte eine... Ja, ach, da muss ich vielleicht ein paar Krümel... Oder ich muss was ganz anderes holen. Ich muss noch was ganz anderes haben. Zigarettenstummel gehen ja sicherlich auch nicht, da komme ich nicht hin. Sogar die Blume. Ja,
Ach, du ahnst es nicht. Vielleicht hat ja Bassam noch ein bisschen was für mich übrig. Hier ist aber auch nichts mehr drin. Ne? Ich wollte noch mal auf jeden sicher gehen, ob hier noch irgendwas ist. Irgendwas. Aber da ist gar nichts. Oh, halt, stopp, George. Da war noch ein Radio. Crud. Handyabdeckungen, Kassetten. Alles Mögliche. Ich spreche den alten Sack trotzdem mal an. Vielleicht hat er jetzt noch ein paar neue Dialoge für uns. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Kakerlakenfutter. Da. Kennen Sie zufällig eine gute Methode, um eine Kakerlake zu fangen? Ehrlich gesagt, liegen mir Fragen zum Haushaltsausgleich unter liberalen ökonomischen Rahmenbedingungen mehr, George. Aber als Laie würde ich eine Falle vorschlagen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sie einfach zerquetschen. Und warum nicht? Weil Ihre gesamte Familie den Geruch wittern und zur Beerdigung vorbeischauen würde. Das wollen wir nicht. Sie brauchen eine Art Behälter. Dann würde ich das hier. Ah, gut. Teegebäck? Was ist das denn? Ein Keks? Der perfekte Kakerlakenkeks. Trocken, langweilig, man schmeckt nichts. Und will trotzdem immer noch einen. Ich werd's mal versuchen. Geil! Man kriegt an anderen Stellen alles. Helfen konnte. Das ist brillant. So, weg. Ich will das jetzt machen. Weg da. Ach, Doppelklick hilft ja auch nicht mehr. Früher war das auch so. So, hier. Kakerlaken-Falle gebaut. Also gleich. Also jetzt. So, den alten Teegebäck. Ich legte einen Köder in die Streichholzschachtel. Ich konnte der süßen kleinen Falle selbst kaum widerstehen. Erwischt! Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Sherry. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Oh, den Fehler machen viele. Aber wenn Sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von null wieder aufgebaut. Ja. Ja, bitte. Womit fangen wir denn mal an? Mit dem Kabel? Nein, danke. Gut, das war keine gute Idee. Es gab einen Diebstahl im Lézard Bleu. Ein Gemälde wurde geraubt. Jammer, schade. Aber ich bin sicher, Sie werden drüber wegkommen. Ich glaube, Ihre Firma war für die Sicherheit zuständig. Oh nein, waren wir nicht. Oh wohl, waren Sie doch. Gar nicht. Wohl. Ja, genau. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Viele Tage später. Aber ich nicht. Hier ist auch die Auftragsbestätigung. Da steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Ich hab nen Keks. Diese staubtrockenen Hustedinger sind widerlich. Ja, vielleicht die Kakerlake. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Die geht! Bleiben Sie mir vom Leib damit! Danke. Danke. Ja, so denn, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, was? Bis später.